Hallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS17 Landwirtschaft Simulator 2017. Wir sind bei der Maisernte auf der Karte Südhemmern. Und ja, mit Realistik-Mod, deswegen wackelt der auch hier noch so ordentlich. Und wir sind mit einem Fendrescher hier unterwegs. Auch ein Mod, was es da mal gab bei Mod Hub. Und jetzt mache ich mal hier das Vorgewende, lass nachher den Helfer weitermachen. Ist die Frage, ob ich überhaupt so weit komme, damit der Helfer weitermachen kann. So, und wir sehen schon hier hinten, es hat Ampeln gegeben auf der Karte. Da ist rot. Das ist jetzt natürlich nicht für den Dröscher, das ist natürlich für die Straße selber. Auch der Verkehr, wir sehen, das Auto hält da an bei rot. Warum alle Ampeln auf rot sind, weiß ich auch nicht. Die geht jetzt auf grün, die andere bleibt noch. Ja, also das scheint zu funktionieren mit den Ampeln. Sehr cooler Mod. Oder Mod, das ist eigentlich von der Karte selber. So, der Drescher ist gleich mal das erste Mal voll. So, fahren wir da noch hoch. Und dann brauchen wir natürlich ein Fahrzeug zum Abfahren. Die Anhänger, unsere Drehschemel-Anhänger, sind noch voll mit Roggen. Da wollte ich ja schauen, ob ich das irgendwo hinbringen kann. Habe ich noch nicht geschaut. Und ja, wie gesagt, sind sie immer noch voll. Aber ich würde sagen, wir machen da zwei leer und fahren dann hierher, damit wir den leer machen können. So, schaffen wir das noch darüber. Boah, der Korntank ist schon richtig voll. So, 91%, 93, 94, 95, also gute Ernte, würde ich sagen. So, Vorgewende haben wir gemacht, jetzt können wir den Helfer hier laufen lassen, den starte ich hier. Okay, und wir schauen mal, damit wir da ein Abfahrfahrzeug bekommen. Das sollte bei mir auf dem Hof gehen, was? Genau, da sind die Drehschemel. Und da ist noch der LKW. Ich weiß nicht, ob wir gerade mit dem LKW abfahren würden, wollen würden. Ich glaube, wir fahren mit dem LKW.
Da kriegen wir jetzt auch nicht unbedingt mehr rein, wie in die Drehschemel, aber der ist gerade noch leer. Tempomat einstellen. Das kann ich mal so schlecht beim Fahren. So, hier ist alles trocken. Hier können wir auch mal mit dem LKW aufs Feld und den Drescher leer machen. Genau. Der wird gar nicht leer. So, das ist mein Agro-LKW, mit dem können wir auch auf dem Feld. Den haben wir Breitreifen verpasst. Von Volvo. Jawohl, lassen wir den mal da stehen. Wir gehen weiter, da haben wir noch den Überladewagen, jawohl. Wir haben ja ziemlich alles, im Wald liegt natürlich alles noch voll Holz. Holz sollten wir auch mal machen. Da sind wir auch stehen geblieben. Und zum Schluss war ich eigentlich hier noch am Gras aufsammeln, aber wir haben überall zu tun, überall. Jetzt möchte ich gerne mit unserem neuen Teleskoplader würde ich da gerne noch ein paar arbeiten. Da habe ich schon so eine große Schaufel. Okay, gut zu wissen. Wir haben zwei. Muss ich gleich eine verkaufen. Also das ist natürlich blöd. Damit wir da... Da könnte man ziemlich gut die mich auskennen auf der Karte. Gar nicht. Wir haben alles doppelt und dreifach. Ja. Okay. Dann sieht es schon ganz anders aus. Haben wir die neue Schaufel wieder veräußert. Und... jetzt will ich die da noch nehmen. Und ich habe ja gesagt, wir haben da ein Problem mit den Ballen. Ich weiß nicht, ob sie drin liegen bleiben. So, Ballen ist auch nicht so gut, wenn wir da so viele haben auf der Karte. Das macht die Karte langsamer.
Deswegen verkaufe ich da mal oder mache damit Kompost. Kann ich da noch mehr aufladen? Vielleicht so. Drei. Kriege ich drei weg oder nicht? Nein, das nicht besonders viel. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen mit den Ballen zu tun. Was mir noch nicht ganz passt, ist das hier mit dem Förderband. Wir haben hier noch die lange neue Variante. Da gibt es ja noch ein anderes Förderband. Vielleicht sollten wir das mal hier auf die Karte nehmen und alle anderen Förderbänder verkaufen. So, noch zwei. Ich sag, da sind wir noch ein bisschen lang dabei, bis wir da wirklich alle Ballen da weggeschmissen haben. Im Komposter. Wie gesagt, die Arbeit geht uns hier nie aus. So, gar nicht so schlecht, der Teleskoplader hier von Glas, muss ich sagen, sieht auch noch super aus.
ist er voll. Eigentlich nicht. Oder? Was geht rein? 100.000? Ja, könnte schon sein, ob das voll ist. Wo ist er denn jetzt? Wieso steht denn die Feuerwehr vorne im Tor drin? Es ist so viel zu tun. So, kann ich gleich noch Mais wieder abfahren, das ist ja Wahnsinn. Wo will er denn hin? Wollte er das da vorne noch abmähen? Ist das wirklich sein Ernst? Okay, der ist sehr gründlich. Das ist gut, damit es so schön funktioniert hier. Ah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, damit er... Jetzt habe ich das drei Halme stehen lassen, jetzt fährt er wirklich bis da vorne, hat das jetzt weggenommen und fährt jetzt da rum? Wie wenn er das mal beim Flügen so machen würde. Okay, mein neuer Plan. Wir haben immer einen Plan. So, Förderbänder. Förderbänder sind genau, keine Ahnung, hier hinten jedenfalls nicht. Da. Ich verkaufe die gleich so, weil jedes einzelne wirklich jetzt bis zum Händler bringen, ist mir eigentlich zu viel. So, Förderbänder sind erstmal weg. Genau, wir schauen mal, ob wir überhaupt Förderbänder drin haben hier. Das. Ich möchte gerne das da haben. In irgendwas ekliges Grün, genau. Standard nehme ich mal. Ich hoffe, das ist richtig. So, das kommt jetzt hier wieder hin zum Komposter. Das ist aber wirklich hässlich. Und es steht so schön hier drin. Wie soll ich denn das ankoppeln? Also das ist ja wirklich schön hässliche Farbe. So muss ein Förderband aussehen. Richtig hässlich. Hi. Danke fürs Förderband besorgen. Ich muss hier rum. Es piept schon alles. Ich muss hier rum.
So, ich hoffe, das Teil funktioniert. So, wo ist es denn? Da. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es hinstellen will. Also eigentlich schön dicht daran, damit es gar nicht unbedingt störend tut hier. So. So. Schauen wir mal, passt das? Das ist die falsche Tür, mach die andere Tür auf. Sind auch immer bloß so ein bisschen, oder wie? Förderband hier abladen. Wie? Okay, das ist auch genauso wie bei dem anderen Förderband. Gut, das läuft. Träger. So, lassen wir mal da stehen. Gut. Das wär's erstmal hier wieder von der Südhämmern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, vielleicht sogar ein Abo. Gut, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.